eine Stimmung ist. Das ist, also stimmungstechnisch im Stadion nachher werden die Schweden großes Übergewicht haben. Definitiv. Durchschnittspromille sind hier schon 4,5 gefühlt bei den Jungs. Aber richtig gute Laune und wir sehen uns dann später wieder. Bis später. Vier. Ciao. So, wir sind jetzt im Stadion angekommen und für den ersten Fauxpas hat schon der Kollege Reimann gesorgt. Schön angerichtet, am schön angerichteten Buffet hat er einfach mal einen Kaffee runtergelassen und den dann quer über den Boden geschüttet. Aber so läuft es, wenn man mit ihm unterwegs ist. Man muss im Leben Spuren hinterlassen und sei es dann halt in der Mixzone beim Finale einmal komplett Kaffee durch den Raum rotzen. So ist es. Will ich eben. Genau so macht man es. Bis dann. Sverige! Schweden ist Europameister. 16 Tage nach der Ankunft in Tschechien. Ist die Sache nun schon wieder vorbei, Christoph? Letztes Spiel. Ich lag mit meinem Tipp knapp daneben. Nur zur Erinnerung, 3-1, klare Sache für Portugal, hieß es. Ja, wenn der Ball in der 7. Minute der Freischuss reingeht, dann geht das Spiel vermutlich ein bisschen anders aus. Hätte, wenn und wäre. Ja. Nichtsdestotrotz, der Schwede hat gerockt, auf jeden Fall. Wahnsinnig geiles Spiel, geile Fans. Wir verabschieden uns jetzt auch dann aus diesem Turnier. Einmal mit der verdienten Belohnung. Prost, Christoph. Es war mir eine Ehre. Mir nicht. Und nicht zu vergessen, der John Guidetti, Europameister Gesangseinlage aus der Mixzone. Weltklasse, inklusive rosanen Haaren. Sehr hörenswert, ja. Ja, das hat sich ausgezwinkert. Wo kommen wir gerade an den Kampf? So, bin ich hier, Josef, auf dem Hamburg, der da verschworen. Hey!